Herzlich willkommen heute an Karfreitag. Herzlich willkommen an Sie und euch aus der Christophoruskirche hier in Siemensstadt. Wir haben eine ungewöhnliche Andacht vorbereitet für einen ungewöhnlichen Tag, an dem wir uns an das Sterben und Leiden von Jesus Christus erinnern wollen. Ihr und Sie werdet die Passionsgeschichte hören bis zum Versterben von Jesus, gelesen von Konfirmandinnen und Konfirmanden hier aus der Kirchengemeinde in Siemensstadt und aus der Kirchengemeinde Weihnacht. Und dazwischen wird Orgelmusik von Holger Schumacher zu hören sein. Und nun lade ich Sie und euch ein, mitzuspüren, mitzufühlen und mitzudenken, wie die Todesstunde Jesu war. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen, nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Und sie kamen zu einem Garten mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und alsbald, während er noch redete, kam er zu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hat ihn ein Zeichen genannt und sagt: Welchen ich küssen werde, der ist. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht angegriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann folgte ihm nach. Der war mit einem Leingewand bekleidet, auf der bloßen Haut, und sie ergriffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fallen und floh nackt. Und sie führten Jesus zu dem hohen Priester. Und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis hinein in den Palast des hohen Priesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die hohen Priester und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen
und ihnen in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Petrus war noch immer unten im Hof. Eine Dienerin des obersten Priesters kam vorbei. Als sie Petrus am Feuer bemerkte, sah sie ihn genauer an und meinte: Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Petrus stritt es ab: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Dann ging er hinaus in die Vorhalle. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin entdeckte Petrus dort wieder und sagte zu den Umstehenden: Der gehört auch zu ihnen. Aber er schritt es wieder ab. Kurz darauf fingen die Umstehenden an, noch einmal zu sagen: Natürlich gehörst du zu denen, du bist doch auch aus Galiläa. Aber Petrus schwor: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da fing er an zu weinen. Früh am Morgen schließlich trafen die führenden Priester zusammen mit den Ratsältesten und Gesetzlehrern, also der ganze jüdische Rat. Die Entscheidung: Sie ließen Jesus fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn an den Statthalter Pilatus. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Du sagst es, gab Jesus zur Antwort. Die führenden Priester brachten viele Beschuldigungen gegen ihn hervor. Pilatus fragte ihn: Willst du dich nicht verteidigen? Du hast ja gehört, was sie dir alles vorwerfen. Aber Jesus sagte kein einziges Wort. Darüber war Pilatus erstaunt. Es war üblich, dass Pilatus zum Passafest einen Gefangenen begnadigte und das Volk bestimmen durfte. Damals war gerade ein gewisser Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen, die während eines Aufruhrs einen Mord begangen hatten.
Die Volksmenge zog also zu Pilatus und bat für Barabbas um die übliche Begnadigung. Pilatus erwiderte: Soll ich euch nicht den König der Juden freigeben? Ihm wurde nämlich immer klarer, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester redeten auf die Leute ein. Sie sollten fordern, dass er lieber Barabbas freigebe. Da versuchte es Pilatus noch einmal und fragte sie: Was soll ich denn mit dem anderen machen, den ihr den König der Juden nennt? Was wollt ihr? Kreuzigen, schrien sie. Was hat er denn verbrochen? Fragte Pilatus. Aber sie schrien noch lauter: Kreuzigen. Um die Menge zufriedenzustellen, ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen. Die Soldaten brachten Jesus in den Innenhof des Palastes, der dem Statthalter des Amtssitz diente, und riefen die gesamte Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, flochteten ihm eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf. Da fingen sie an, ihn zu grüßen: Hoch lebe der König! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm wie ein König. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie den Mantel wieder ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Kreuzigung und Tod. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten,
und zwang einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage, und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuze. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, ersteige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama, asabtani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Jesu Grablegung. Und als es schon Abend wurde und Verrüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef vom Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leintuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt war. Am Ende bleibt uns an Karfreitag nur das Schweigen. Und wir schauen auf einen Altar, der sonst geschmückt ist, der sonst froh ist, der heute nackt ist.